Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Return to Moria. Nicht Mordor, sondern Moria. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben uns ein bisschen hier umgeschaut. Wir haben uns auch bei den Rotaugen-Orks noch ein bisschen weiter umgeschaut zwischen den Folgen. Da gab es letzten Endes nicht viel zu entdecken. Wir haben ein paar Erze bzw. ein paar Barren haben wir mitgenommen, aber ansonsten war da irgendwie nicht viel zu entdecken. Deswegen gucken wir uns jetzt hier unten einmal ein bisschen um, weil hier haben wir uns noch quasi noch gar nicht umgeschaut. Oh ne, warte, das ist zu tief. So tief wollte ich doch nicht runter. Hier vorne haben wir noch eine Statue, die restauriert werden möchte. Natürlich laufen hier auch Orks rum. So ein paar Orks haben wir uns schon entledigt. Aber viel entdeckt haben wir trotzdem noch nicht. Monument für Durin. Anfangen zu singen. Vielleicht verjagen wir ja dadurch auch die Orks. Scheint bisher nicht zu helfen. Aber wir haben noch nicht zu Ende gesungen. Till Durin wakes from sleep. Ungebrochenheit haben wir jetzt. Das bringt uns, Durins Macht fließt durch Khazad Dûm, Bonus auf Ausdauer, Leben und Energie, Halt, Verzweiflung. Achte, guckt euch mal an, wie... Ey, wir können ja jetzt... Jetzt können wir bis zu Gimli rennen. Ich flipp aus. Okay, hier geht's nicht weiter, wie es aussieht. Nee. Hier geht's nicht weiter. Was ich ganz gerne mal testen möchte. Wenn ich das hier zerstöre. Eisenholz. Eisenholz. Sämtliche Möbel sind aus Eisenholz. Ja gut, das hätte ich mir auch schon früher denken können, ne? Ich tue jetzt so, als wäre ich von selbst darauf gekommen. Okay, also. Eisenholz, 8. Okay. Ja, so leid es mir tut, liebe Vorfahren, ich muss jetzt leider all eure Möbel zerstören, aber die sind sowieso hin. Wäre viel zu teuer, die zu restaurieren. Hör mal. Viel zu teuer. Gut, dann haben wir nämlich jede Menge Eisenholz und dann können wir uns nämlich wunderbarst jetzt auch die guten Waffen craften, ne? Hoffe ich. Holzstücke, Metallteile. Ist das? Das ist auch einfach nur Holz, ne? Ja. Okay. Ja, Freunde. I need a better weapon for this. Hör mal. That's all you got? Wir zerdeppern hier gerade die Bude, Freunde. Ich fürchte. Ah nee, eigentlich wollte ich ausweichen. Hat nicht so geklappt, ne? So, der ist auch hin. Der gute schwarze Diamant nehmen wir uns natürlich mit. Und eigentlich soll es hier recht hell sein. Ja, okay. Das ist nur da in der Bude so dunkel, wie es aussieht. So, dann gucken wir hier nochmal rein. Ja. Hier haben wir wohl jede Menge.
an Eisenholzmöglichkeiten. Gucken wir mal. Das Gute ist, dass wir... Ja, super. Das Gute ist, dass wir jetzt eben keine extra Orks anziehen. Also es kommt keine Horde mehr. Das haben wir soweit ja hinter uns gebracht. Mensch, aber schön hier haben sie's, hatten sie es hier. Sie hatten es schön hier. Ja. Holzstücke. Hier haben wir noch was. Stein-Goldbarrenlager. Bauplan gefunden. Goldbarrenlager. Ach so! Weil wir ein paar Goldbarren gefunden haben. Ah, jetzt ja. Hm. So, wie viel Eisenholz haben wir denn bisher? 23. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel wir brauchen. Boah. Hör auf damit. Wir können ja gleich nochmal gucken, damit wir uns dann eben die gute Waffe bauen können. Oder eine der guten Waffen bauen können. Heieiei, Freunde. So, wir haben nun 30 mal Eisenholz. Und uns kostet... wir müssen aber auch noch die Khuzdul-Schmiede bauen, ne? Also bevor wir uns die Waffen bauen können, müssen wir uns die Khuzdul-Schmiede bauen. Dafür brauchen wir auch Feinleder. Wir müssen halt echt viel machen, ne? Also wir müssen noch viele Dinge bauen, bevor wir überhaupt die Waffen uns schmieden können. Wir müssen... Feldhandwerk. Hier, wir müssen einmal den Schmelzofen. Dafür brauchen wir schon mal 20 mal Holz. Hierfür brauchen wir 18. Sind wir bei 38. Dann benötigen wir noch das Spinnrad. Sind wir bei 46 in etwa. Und so weiter und so fort. Also über Getreidemühle können wir da auch noch machen. Also, da müssen wir noch einige Sofas zerdeppern. Aber okay, machen wir das einfach. Beziehungsweise, wir gucken uns jetzt hier schön weiter um. Und, ein paar Sofas zerstören, das können wir auch zwischen den Folgen machen, würde ich sagen. Oh, hallo? Oh, guck mal hier. Das ist schon cool hier alles, ne? Ich glaube, hier waren wir auch schon. Ansonsten würde nämlich die Kohlepfanne hier nicht brennen. Was ist das da? Das sind nur normale Holzstücke, okay. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt in dieser Folge einfach noch ein bisschen um. Und das Holzfarmen an sich, das machen wir dann zwischen den Folgen. Also wirklich explizit aufs Holz gehen. Und dann werden wir... Das sind normale Holzstücke. Und dann werden wir in der Folge danach werden wir dann das alles einmal aufbauen. Ach so, guck mal. Hier sind noch ein paar. Jetzt ruft er wieder, der olle Sack. Oh, Ausdauer. Ich glaube, also mir kommt es ein bisschen so vor, als würden die Patrouillen auch nur durch die Gegend laufen, solange hier diese Lager sind. Mir scheint es ein bisschen so, als in anderen Ecken, in denen wir bisher waren, dass dann nach einer Weile auch niemand mehr da war. Also keine Patrouillen und so. Und das liegt vermutlich zumindest... Oh, vielleicht sollten wir doch mal was essen und vielleicht nicht uns so häufig schlagen lassen. So, einmal kurz weg. Noch ein Stückchen, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen ausholen. Zuschlagen. Da kommt schon wieder der nächste. Toll, toll. Nummer 1 ist tot. Gut. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Oh, nee.
Da wollte er wieder nicht. Manchmal will er irgendwie nicht zuschlagen. Obwohl wir genug Ausdauer haben. Gut. Oh. Oh, da freue ich mich drauf, wenn wir die hier erstmal richtig wegprügeln können, ne? Schön mit... Oh. Mit vernünftigen Waffen. Ah, verdammt. Ich will wieder weiße Zahlen sehen. Und nicht dieses ganze graue, hässliche... Zahlenpack. So, wunderbar. Das haben wir also auch einmal erledigt hier. Dann könnte es gut sein, dass wir jetzt immer weniger Probleme haben hier. Vielleicht können wir uns jetzt hier fröhlich austoben. Ich finde ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich finde ja, an diesem Ort sollte man sich wirklich sein Heim bauen. Weil man einfach als Zwerg hierhin gehört. So einfach wirklich komplett restaurieren. Also, wir werden dazu natürlich nicht kommen, aber... Ne, hier so diese zerstörten Häuschen dazwischen, da baut man sich da das Häuschen hin, da baut man sich ein Häuschen hin. Und dann hat man Zwergendinge wieder aufgebaut. Das fände ich richtig geil. Das finde ich echt sehr, sehr schön. Aber es ist natürlich viel Arbeit. Aber so zu zweit, zu dritt ist es halt auch echt super, ne? Im Koop ist es mega gut. Dann baut sich jeder hier so ein Häuschen irgendwo hin. Das finde ich ja mal richtig. Das ist schön. Wer von euch hat das gemacht? Oh. Warte mal, euch. Hm? Ah, perfekt. So, hier witzigerweise sehe... Oh, guck mal da. Da sind wir auch nicht mehr so weit weg von dem Außenposten, ne? Oh, haben wir denn eins unserer Ziele fast erreicht, ne? Wie es aussieht. So. Was essen? Da müssen wir scheinbar... Hm, kommt man da hinten durch das Gebäude durch? Warte mal, was? Wie kommt man denn da hin? Wollen. Nee. Hä? Hör mal, ist das hier ein Designfehler? Nee, warte, da ganz hinten kommen wir doch, ganz am Anfang kommen wir doch runter. Hier ganz am Anfang kommen wir doch weiter runter. Da flitzen wir einmal. Hier. Das sieht doch gut aus. Dieses Grummeln immer. Hat irgendjemand Hunger? Vermute ich. Die hier, wie gesagt, ich weiß nicht, die haben, glaube ich, nichts zu bedeuten, ne? Normale Holzstücke nur. Ich glaube tatsächlich, es sieht mir sehr danach aus. Oh, auch schön, ne? Es sieht mir sehr danach aus, dass... Wird es schon wieder dunkel? Später Nachmittag, okay. Wenn man die Lager ausgeräuchert hat, dann sind auch keine Patrouillen mehr da. Also ich sehe hier zumindest gerade niemanden mehr.
hier Gebäude, ne? Mann, oh Mann, oh Mann. Pilze, wir sind schon wieder voll. Wer hätte das gedacht? Und in die Richtung dort müssen wir wohl. Hier kommen wir runter. Da ist ein Ork. Hallo, Herr Ork. Wenigstens ist es jetzt schön dunkel, sodass wir nichts sehen. I need a better weapon for this. Wow, 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 wow. Wo kommen die immer alle her, ey? Gibt's doch nicht. Also ich frage das ständig, aber wo kommen die immer alle her? Jetzt kämpfen wir besser gegeneinander, genau. Genauso, Frau. Nein, jetzt ist er abgedreht, ey. Voll abgedreht, der Typ. Okay, das haben wir. Ausdauer, Ausdauer. Den haben wir auch. Aua. Gott sei Dank. Können wir einen Pfeil mit einer Lanze abwehren. Aber wir sind eben auch ein Zwerg. Okay, es ist gar kein Lager, kein normales. Hm. So. Das nehmen wir auch noch mal weg. Warte mal, haben wir nicht hier gerade schon? Ich bin verwirrt. Ne, es sieht einfach nur genauso aus, ne? Vorne läuft wieder ein Ork. Okay, hier laufen wir jetzt. Hä? Ne, ja doch. Ja, nee, doch. Das Problem ist nur. Ja. Hier ist das Lager. Hier wollte ich eigentlich hin. Oh. Hallo, Freunde? Cool hier. Okay. Wir haben nicht viel Ausdauer. Und wir haben auch nicht viel Leben. Und wir haben von allem irgendwie nicht so viel. Wir könnten natürlich jetzt mal fröhlich auf unser Schild umsteigen. Unseren. Oha, null Schaden? Okay, ich meine, es macht schon echt Spaß, die Ochse zu schocken. Aber das ist natürlich verdammt wenig Schaden. Oh. Wir haben auch nur noch das gute Lembas. Der Tanz geht wieder los. Ein Stückchen weglaufen. Okay, jetzt ist Zeit für Lembas. Nein, oh nein, oh Gott. Scheiße. Scheiße, ey. Während ich ins Lembas bis. Während ich ins Lembas bis, bis ich dann ins Gras. Das ist natürlich schlecht. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Hm.
So, die Rüstung müssen wir jetzt eh erstmal wieder reparieren. Verdammte Axt. Schade, verdammte Axt. Ich sag's nochmal. Schade. Äußerst schade. Flitzen wir einmal hier zurück. Und ich sag tschüss für heute. Beim nächsten Mal, in der nächsten Folge, werden wir dann eines unserer Ziele erreichen. So hoffe ich zumindest. Da müssten wir eigentlich ganz gut da vorne hinflitzen können. Hier zu Fraß Außenposten oder Durins Schmiede. Das müssen wir mal gucken, wo wir da am besten hinkommen. Ich besorge mir schnell jetzt meine Rüstung zurück, repariere die einfach, farm noch ein bisschen von dem Holz. Dann können wir uns nämlich beim nächsten Mal auch die besseren Waffen schmieden. Und dann wird es hier ein Spaziergang, sage ich euch. Dankeschön für eure Zeit. Vielen Dank für eure Likes. Dankeschön für alle Kommentare. Herzlich willkommen an alle neuen Abonnenten. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Return to Moria. Macht's gut, bis dann. Tschüss.